Hallo liebe Aquarellfreunde, heute nehme ich euch mit an einen stillen, ruhigen Waldsee und wir malen eine Seerose. Wenn dieser Film hier auf YouTube hochgeladen wird, bin ich schon in meinem Sommerhäuschen in Schweden und dort sicherlich wieder jeden Tag mindestens zweimal unten am See. Ich liebe es, auf dem Steg zu sitzen und den Seerosen beim Schaukeln im Wasser zuzuschauen. Das Gefühl dieser ruhigen, etwas verhangenen Stimmung am See möchte ich heute in meinem kleinen Seerosen-Aquarell vermitteln. Und ich hoffe, ihr habt beim Zuschauen und später Ausprobieren genauso viel Spaß wie ich jetzt beim Malen. Die Farben für mein heutiges Motiv sind Jaune Brillant von Schminke, Green Appetite Genuine und Perilane Green von Daniel Smith, Kobaltblau, Cylinblau, Neutraltinte, Windsor Violet, Kobalttürkis Light, Cadmium Gelb, Titan Weiß, Alizarin Karmesin und Siena gebrannt von Windsor & Newton. Ich arbeite auf 8 Spüttenpapier, 300 Gramm, Graphin, einen Achtel Bogen. Außerdem benötige ich eine Sprühflasche, 2 Rotmarderhaarpinsel, hier der Da Vinci Maestro Serie 35, Nummer 12 und Nummer 7, ein Eichhörnchenhaarpinsel Größe 10 und den Auswaschpinsel Junior Synthetics von Da Vinci. Hier seht ihr mein heutiges Referenzfoto, das ich eigentlich überhaupt nicht mehr verändern muss. Schön finde ich diese helle und die dunkle Fläche im Hintergrund und die weichen Kanten der Seerosenblätter im Mittelgrund. An einigen Stellen gibt es hinter der weißen Seerosenblüte besonders schöne dunkle Farbflächen. Foto und Skizze sende ich den Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zu. Und alle Skizzen und Fotos zu den älteren Filmen hier auf YouTube und auch die Livestreams können die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt jederzeit nach erfolgreichem Login auf der Steady-Seite abrufen. Nun feuchte ich das Papier zunächst mit klarem Wasser an. Ich möchte die Seerosenblüte heute nicht maskieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um mit dem Hintergrund dann ganz locker und schnell arbeiten zu können. Ich gehe mit meinem kleinen Pinsel vorsichtig mit dem Wasser um die Blüte herum, denn sie soll hell stehen bleiben und deshalb wird das Papier an dieser Stelle nicht angefeuchtet. In die feuchte Fläche kommen jetzt verschiedene helle und kühle Farben. Ich beginne mit Cylinblau und etwas Alizarin-Karmesin für die entfernte Seeoberfläche. Nach vorne hin dunkle ich die Farbe mit etwas Kobaltblau ab und mische auch hier ein wenig Alizarin-Karmesin hinzu. Im Vordergrund ist die Seeoberfläche sehr dunkel. Hier im ersten Farbauftrag male ich diesen Bereich zunächst mit etwas Windsor Violet und ein wenig Siena gebrannt. Jetzt möchte ich relativ trocken auf nass mit ganz weichen Kanten die Seerosenblätter malen. Ich beginne mit einem kühlen Grün aus Kobalttürkis Light und Jaune Brillant und arbeite dann weiter mit verschiedenen Grünmischungen aus Cadmium Gelb, Perilane Green und auch etwas Green Appetite Genuine. Im Hintergrund sollten die Blätter heller und kühler erscheinen und im Vordergrund etwas wärmer und dunkler. Da mein Papier immer noch nass ist, habe ich im Pinsel selbst überhaupt keine Feuchtigkeit. So kann ich mit lockeren Strichen das Pigment gut in die nasse Fläche einarbeiten.
Ich mische mir einen dunklen Farbton aus Windsor Violet und Sienna gebrannt und auch ein wenig Perilane Green. Hiermit male ich mit kräftigen Dunkelheiten den Hintergrund im linken Bildbereich. Einmal sprühe ich die Fläche kurz zwischendurch an, das hatte ich vergessen. So bekomme ich auf meine Seerosenblätter noch ein wenig Binnenstruktur. Mit dem dunklen Violettton fahre ich nun locker um die Seerosenblätter herum. Ich versuche hier zügig und frei zu arbeiten. Man sollte gerade noch genügend Informationen bekommen, um Seerosenblätter erkennen zu können, ohne dass ich dabei zu sehr ins Detail gehe. In der rechten Bildhälfte ist der See von der Sonne beschienen. Hier reichen einige kleine Schattenformen unter den Blättern. Um die Seerose herum male ich wieder mit etwas dunkleren Farben, damit das Weiß der Blüte später gut leuchten kann. Hier auf der linken Seite intensiviere ich den dunklen Farbton noch etwas mit einer wärmeren Farbtemperatur. Ein paar Schatten unter die Seerosenblätter mit der gleichen Farbe kann ich jetzt auch gut einfügen. Hier rechts am oberen Rand der Blüte liegt zum Beispiel ein schöner Schatten, mit dem ich die Blütenblätter negativ herausarbeiten kann. Die Spiegelung der Seerosenblätter male ich nun auch mit dieser dunklen Farbmischung. Immer noch ist das Papier nass, sodass hier ganz weiche Ränder entstehen. So, unser Seerosenbild trocknet jetzt erst einmal. Und ich kann die Zeit nutzen, um euch hinzuweisen auf den nächsten YouTube-Live-Abend. Ich werde meinen Schwedenurlaub für einige Tage unterbrechen, um am 5. Juli mit allen UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt gemeinsam zu malen. Am Dienstag geht es um 19 Uhr los und wir malen gemeinsam dieses schöne Motiv im Hintergrund hier zu sehen. Es wird ein wolkiger Sommerhimmel werden mit einer kleinen Sommerlandschaft. Und ich denke, 1 bis 2 Stunden werden wir dafür benötigen. Alle Unterstützerinnen unseres Kanals bekommen von mir einen Link zugesendet und können dann am Live-Event teilnehmen. Wer hierbei noch mitmachen möchte und noch nicht Unterstützer der Aquarellwerkstatt ist, kann unter dem Video den Link zu Steady finden und sich gerne dort anmelden. Ab 2 Euro monatliche Unterstützung kann man dabei sein. Schaut gerne einmal auf der Steady-Seite. Dort findet ihr alle Infos rund um den Unterstützerbereich der Aquarellwerkstatt. Nun geht es aber erstmal weiter mit unserem Seerosenbild. Mit kleinen Formen aus Alizarin-Karmesin und etwas Blau deute ich hier im Hintergrund 2 kleine Seerosenblüten an. Nun möchte ich die große Blüte ausarbeiten. Zunächst korrigiere ich mit dem Auswaschpinsel einige Ränder, die mit dunkler Farbe zugelaufen waren. Mit verschiedenen Mischungen aus Kobaltblau, Alizarin-Karmesin, etwas lichter Ocker oder Sienna gebrannt male ich jetzt die Schattenform in den Blütenblättern. Hierbei schaue ich ab und an auf mein Referenzfoto und versuche die recht dunklen Tonwerte der Schattenfarben möglichst beim ersten Farbauftrag zu erwischen.
Einige Stellen in der Blüte male ich mit Cylinblau. So kehrt die Farbigkeit des oberen rechten Hintergrundes hier unten noch einmal wieder. Den Schatten, den die Blüte auf das Blatt wirft, male ich jetzt mit einem dunklen Violett und löse ihn stellenweise mit etwas Wasser an den Rändern wieder an. Auch unter die Seerosenblätter kommt diese dunkle Farbmischung. Die Staubgefäße in der Blüte arbeite ich mit Cadmiumgelb und ein wenig Lasurorange. Die Stängel der Seerosen und ihrer Blätter kann man unter der Wasseroberfläche meist sehr gut erkennen. Deshalb sollen sie in meinem Aquarell natürlich nicht fehlen. Mit dem angefeuchteten Flachpinsel und einem trockenen Küchentuch hole ich die entsprechenden Formen aus der dunklen Fläche jetzt heraus. Diese leicht geschwungenen Striche geben einen schönen Formenkontrast zu den kompakteren Formen der Seerosenblätter. Auch auf den Blättern selbst kann ich mit dem Pinsel einige Helligkeiten auswaschen. Ich hinterlege einige Blütenblätter noch einmal mit einer dunklen Schattenfarbe, sodass die Blüte plastisch und leuchtend im Fokuspunkt erscheint. Mit Sienna gebrannt und etwas Rot male ich ganz leicht über die hellen Formen der Stängel im Wasser. Mit einem dunklen Violettton wird nun noch der Schatten der Stängel gemalt. Auch hier löse ich die Formen mit Wasser teilweise an.
Am oberen Rand des Bildes deute ich mit verschiedenen dunklen Grüntönen und einem ganz trockenen Pinsel jetzt noch einige Gräser an. Oder auch Blattspitzen, die von oben, vielleicht von einem Baum, der über dem See steht, ins Bild hineinragen. Ein paar kleinere Formen als Schatten oder kleine Blätter auf der Oberfläche kommen jetzt noch ins Bild. Einige Blütenblätter bekommen etwas Glanz und auch die kleineren Blüten akzentuiere ich mit dem Weiß noch etwas. Glanzpunkte gibt es auch im Mittelgrund auf einigen Blättern. Und hier auf den beiden Stängeln im Vordergrund. Hier seht ihr noch einmal das fertige Aquarell. Ich habe ganz zum Schluss mit dem wärmeren gelbgrün Green Appetite Genuine noch einmal über die vorderen Seerosenblätter lasiert. Jetzt ist die grüne Farbe im Vordergrund etwas wärmer und die Räumlichkeit des Bildes wird so noch ein wenig besser unterstützt. So, ich hoffe, mein kleines Motiv hat euch gefallen und ihr habt jetzt wieder einmal Lust, es auch auszuprobieren. Wie schon erwähnt, nächste Woche gibt es noch einmal einen Livestream auf YouTube. Dann macht die Aquarellwerkstatt 4 Wochen Sommerpause. Der nächste öffentliche YouTube-Film wird dann hier am 30. Juli zu sehen sein. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun. Wenn du unten auf die graue Glocke drückst, bekommst du auch immer Benachrichtigungen, sobald ein neues Video hochgeladen ist. Wir freuen uns natürlich immer über Likes und Kommentare und vielleicht hast du auch Lust, mal auf meiner Website www.dieaquarellwerkstatt.de vorbeizuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Malen und einen schönen Sommer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.